Ich habe jetzt mal gerade geguckt, wann das Dezember-Update kam. Nein, ja, das Dezember-Update ist klar. Das Dezember-Update kommt immer im Dezember. Wann das Rathaus 15-Update da war? Im Oktober war es da. Ich habe doch noch die Full-Release-Notes gefunden hier mit der Magie in der Luft. Und tatsächlich war es gar nicht mal so einfach, denn es ist tatsächlich, wenn ich hier mal ein bisschen weitergehe, load more, load more, load more, noch more und noch more. Dann sind wir hier am Ende. Stop digging your hit button. Also ich habe den Boden erreicht, das Ende erreicht. Andere News gibt es nicht mehr, aber darüber die News. So lange ist es schon her. Und damit erstmal willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, Toto, dein Labor läuft leer. Ja, mein Labor läuft leer. Ich weiß. Aber hier beim Rathaus 14 ist das Labor leer gelaufen. In der Tat, ja schon ein bisschen länger. Nur so ganz unbemerkt gestern lief das auch beim Toto aus. Also, ihr habt jetzt nichts mehr zu meckern. Toto, dein Labor läuft nicht. Es wird auch erstmal nicht mehr laufen, denn wir sind fertig. Wir sind fertig hier mit allem. Das letzte, was ja noch lief, war der Bohrer. Und auch den haben wir jetzt auf Max Level. Also schaut schon wieder gut aus. Ne? Ja, ich mag das, wenn diese Flamme daran leuchtet und du weißt, du hast erstmal das Ende der Fahnenstange wieder mal erreicht. Also mit allen Zaubern, mit allen Helden, mit noch nicht allen Pets, die brauchen halt noch ein bisschen länger, aber mit den Maschinen, das lief auch tatsächlich alles so ein bisschen nebenher. Wir haben natürlich ein bisschen das ein oder andere, glaube ich, gegammt. Wir haben alle Ressourcentränke immer ausgegeben, haben natürlich auch die Bücher genutzt und meines Wissens habe ich auch immer noch ein Buch hier. Muss mal gerade gucken, ja. Haben wir immer noch ein Zauberbuch hier und ein Book of Building und auch noch ein Heldenbuch. Also richtig krass und haben die Rewards hier noch gar nicht aufgesammelt, weil ich jetzt 5 Tage, 20 Stunden Zeit habe, um das Heldenbuch hier ganz, ich würde es ganz gerne mitnehmen. Dazu muss hier natürlich Digi laufen. Digi auf 8. Ich glaube, bei 5 Tagen, 14 Stunden kann man dann schon mal ein Heldenbuch nehmen. Oder aber, warte mal, 5 Tage, 14. Wir stoßen den heute noch an. 5 Tage 14, 5 Tage 20. Oh, das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden, Leute. Das könnte knapp werden. Nicht, dass ich nachher noch ein paar Stunden machen muss. 5 Tage 20, 5 Tage 14. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was dieses eigentlich beschleunigt hier. Welchen Bob muss ich hier einwerfen, damit auch das Pethaus schneller levelt? Ich glaube, das haben wir noch nie hinterfragt, ob das ein Ressourcentrank ist oder ein Bauarbeitertrank ist. Naja, okay. Ja, gestern war natürlich ein Mauertag für mich, keine Frage. Ist natürlich schön, dass mein Labor nicht mehr läuft, aber gestern war ach, ein doofer Abend eigentlich. Eigentlich so ein Abend, den du nicht haben willst. Okay, wir haben gewonnen hier, aber letztendlich habe ich meine Hits hier wirklich nicht in den Sand gehauen. Mit Avatar gar nichts gerissen hier auf 9 und auf 7. Beides Dips an der 7, da war kein Dip, war auch ein 14er. Aber mit Thorsten hier habe ich einen 13er gedippt und dann auf den 14er hier. Ich könnte euch das eigentlich. Ich nehme es mal mit rein. Ich nehme es mal mit rein, denn es war schon zu traurig, muss ich sagen. Ihr könnt das Ganze auf meinem Twitch-Kanal übrigens verfolgen. Da haben wir das Ganze gestern live gemacht. Ich hoffe, das hat keiner geklippt oder so. Denn ich war manchmal hier so fertig, dass ich hier einfach weggegangen bin vom Platz. Habe mich irgendwo ans Fenster gestellt, habe 10-mal tief Luft geholt und hab dann erst weiter gestreamt, weil es ist immer 99er dabei und ihr kennt das ja auch selber, ja? Ihr kennt das ja auch selber, irgendwo ist immer 99. Ich meine, das war jetzt 2 Sterne 99. Noch unglücklicher ist ja 1 Stern und 99. Das heißt nur noch das Rathaus da und alles andere rundherum hast du geplättet. Das ist noch ärgerlicher, würde ich sagen. Nur wollte ich hier in jedem Fall mit den Widerreitern nach wie vor ein bisschen was reißen, denn ich finde sie immer noch, oder ich finde sie eigentlich ganz gut. Die, die ich noch gar nicht benutzt habe, sind die Superminer, Leute. Die müssen wir unbedingt mal usen. Allerdings habt ihr ja gesehen, mein Dunkles geht im Moment ganz hart für die neuen Pets drauf. Und dementsprechend mache ich da natürlich erstmal weiter, bevor ich an anderen Sachen weitermache. Aber das war schon wirklich sehr, sehr ärgerlich. Dann hatte ich auch noch wieder so ein bisschen Krise hier mit meinem Rechner. Das kam auch noch dazu. Das habe ich jetzt auch mal tutu komplett umgestellt. Für die, die immer in meinem Livestream sind, wissen, dass meine Büchse hier, die ich hier habe, ein bisschen altersschwächelt.
Und aufgrund der harten Energiekrise und wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommt, gönne ich mir im Moment keine neuen Teile hier. Nicht, dass ich einen neuen PC hier habe, weißt du, aber kann mein Wasser und mein Strom nicht mehr bezahlen. Das will ich ein bisschen vermeiden. Und deswegen habe ich noch mal ein bisschen an meinen Stream-Settings geschraubt und auch mal an, ja, an den Aufnahmesettings jetzt nicht, aber an den Stream-Settings, sodass ich eine etwas andere Auflösung gewählt habe. Die hatte ich eigentlich auch lange drin. Ich weiß gar nicht, warum ich in 1060 mal wieder gestreamt hatte oder überhaupt die ganze Zeit gestreamt habe. Das schafft mein Rechner eigentlich gar nicht. Dann ist er immer voll am Deckel. Und deswegen bin ich auch zurückgegangen auf HD, Full HD, 720p, das reicht glaube ich auch. Ich denke mal, für das, was wir hier machen, musst du schon sehr, sehr genau hingucken, um die Unterschiede überhaupt festzustellen. Zudem man echtes 1080p auch nur als Partner streamen kann auf Twitch. Und deswegen ist das eigentlich unrelevant, ob man das jetzt schon einstellt oder nicht. Aber meine Büchse schafft es einfach nicht. Ich habe hin und her getestet und habe jetzt auch den Renderer wieder verändert. Rendern tut jetzt doch wieder meine Grafikkarte und nicht meine CPU. Dann kann ich nämlich auch noch ein bisschen was auf meinem Rechner starten. Sonst muss ich den ja wirklich immer ganz in Ruhe lassen, ja. Aber ihr seht das hier. Der Dicke mit doppelten Healpoints, wenn er das Kostüm des Golems anhat. Keine Frage. Und beim Royal Champion habe ich jetzt gewechselt, weil der sorgt hier für einen Timefail. Der sorgt hier für den Timefail. Und deswegen haben wir den Skin beim Gladiator auf jeden Fall gewechselt. Und sehr schöne Angriffe hier oben von Achilles, Atreus. Das sind das ein und der gleiche Account. Aber vielleicht die Rathäuser nicht ganz so optimal. Hatte aber immer genutzt hier diese Taktik. Und ihr wisst, das ist schon so ein bisschen meine Taktik auch geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es gar nicht kann. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich es überhaupt nicht kann. Die anderen machen es einfach alle besser. Also die Blimp hier mit den Bogenschützen und mit Drachen dann und Drachenreiter im Backend. Also auch nochmal eine sehr, sehr schöne Kombination. Aber ihr seht da schon, wie viel der jetzt eigentlich schon rausgekriegt hat. 29%. Und hier ist alles weg. Ich meine, das ist schon die halbe Miete. Aber dafür hat er jetzt auch null Zauber mehr. Ja, da muss man sich auch im Klaren sein. Und bekommt ja aber schön die Base eigentlich auf. Ist auch nur eine Mauer da, die es da zu überwinden gibt. Und nimmt jetzt hier hinten über das noch leerstehende Gebäude die kompletten Drachen mit rein. Okay, ich meine, die können ja nur dahin fliegen, sage ich mal, Richtung Adler, Richtung Multi-Inferno, und die Helden laufen parallel mit. Das ist eigentlich optimal gewählt hier, weil er hat ja jetzt auch wirklich alle Drachen einfach so genommen, einfach die Ballons mit reingeballert und gib ihm. Kann die Queen noch zünden, Royal Champion, glaube ich, würde gerade gezündet. Der läuft aber auch da hinten schon ganz schön mit. Helden sind auch, glaube ich, noch gar nicht ganz max, ne? Ne, 80 noch, 80 dort. 35, oder ist der Achilles ein, ich glaube, das ist ein 14er, oder? Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, das ist ein 14er. Ist ein 15er, glaube ich. Ist ein 15er, meine ich, ja. So sieht das eigentlich ganz gut aus, was ich jetzt gerade so sehe hier bei mir. Ist ja auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Und aber ist, glaube ich, ein 15er. Meine Base hier hat ganz gut gehalten. Ich habe allerdings auch wieder gewechselt. Ich habe also drei neue Bases. Die habe ich, weiß ich gar nicht woher, vom Blueprint oder so. Und die halten aber ganz schick. Und Achilles und Atreus sind 15er. Ja, in der Tat sind 15er. Wir haben hier jetzt ein bisschen Zuwachs. Nur zur Erklärung, 50 von 50, da gehen jetzt gleich ein paar, weil einer ist raus, der will bestimmt wieder rein, weil der im laufenden CK ist. Und den einen oder anderen nehmen wir hier gleich raus, vielleicht da unten Farnsworth oder so, dass die Neuner hier rauskommen. Uschi kann ruhig mal auf 10 gehen jetzt, ich glaube, die ist jetzt auch schon bald so weit. Aber es gibt einige hier, die würde ich ganz gerne hier nicht mehr sehen, ich muss mal gucken. Der Leon hier played over a week ago, ja, der kann dann wiederkommen, wenn er denn this weekly mal wieder spielt, ne? Und deswegen gibt es wohl den einen oder anderen, der dann hier geht, aber wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt.
so wie ich das hier sehe. Und bin ich aber mal gespannt, wie das hier weitergeht, vor allen Dingen in der Liga. Die Liga ist jetzt schon angekündigt. Es ist vorgestern Abend, glaube ich, erst reingekommen, ganz, ganz spät in den Events. Ist jetzt also auch die Liga drin, weil viele haben sich schon gefragt, Mensch, wo bleibt denn eigentlich die Liga? 3 Tage noch oder 2 Tage ist das Jahr vorbei und die Liga geht wieder los. Also 2 Tage, 20 Stunden geht die Liga los, ein Tag 20. Oh, der nette, nette Bonus. Okay. Und in 19 Stunden startet schon wieder das nächste Red Weekend. Die Spiele sind natürlich super. Ich glaube, das mit den Hawks mache ich mal 4 Tage lang. Einfach mal ein bisschen Hybriden. Mit 13 Hawks ist natürlich ein bisschen viel, aber die aus der Clanburg zählen auch. Das heißt, wenn ihr 10 in der Clanburg habt, dann braucht ihr eigentlich nur noch 3 auf dem Feld haben. Da ich da immer so 7 bis 8 bis 9 habe, reicht das in jedem Fall. Schön für einen Supertrank, dann brauche ich kein dunkles nehmen, um mir weiter Supertruppen zu machen. Vielleicht auch mal die Miner. Wäre ganz schick. Wollt ihr die bei mir mal sehen, wie ich mich damit schlage? Dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Da schreibt ihr ja sowieso nie was rein. Ist auch nicht so schlimm. Je weniger ihr da reinschreibt, desto weniger muss ich lesen und beantworten. Na, da sind wir immer ein bisschen Fuchs. Okay, so. Rocket Balloons, habe ich das richtig gesehen? Einen muss man nutzen. Okay, den kann man sich dann spenden lassen, denke ich mal. Naja, aber alles andere, die sind jetzt auch out hier. Also 4 Tage, 19 Stunden hat leider nicht geklappt mit den Büchern, dass wir noch ein Heldenbuch und eine dunkle Rune bekommen. Das heißt also, wir haben jetzt wieder die die Weekly Sales hier und nicht mehr die Daily Sales, was zumindest das erste hier angeht. Das gab es ja jetzt die letzten paar Tage jeden Tag. Ist jetzt auch vorbei. Habe ich heute was vergessen? Toto, dein Labor. Warte, ich mache gerade einen Screenshot für den Thumbnail. Gestern war ich von da, heute bin ich von hier. Alles klar. Und meistens lade ich mir den hoch in mein Google Drive. Das nehme ich dann am PC wieder ab. Und brauchst sie nicht speichern, kannst sie gleich wegschmeißen. Weil da oben in der Cloud ist es dann. Und dann kann ich hier einfach raus. Bildschirmfoto löschen. Kurz was übertüncht, damit ihr meine Top-Secret-E-Mail-Adresse nicht gesehen habt. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir haben heute Donnerstag, morgen Freitag. Ich hoffe, dass ich morgen streamen kann, Leute. Denn letzter Tag des Jahres ist immer, oder ja, wir haben heute den 29. Ist das überhaupt richtig? Ja, wir haben heute den 29. Morgen dann den 30. Na, das passt noch. Ob ich Silvester streame, weiß ich auch noch nicht. Ich habe die letzten Jahre mal Silvester ein bisschen was gemacht, aber dieses Jahr, glaube ich, wird das nicht. Da feiern wir mal ein bisschen heftiger ab. Oder wir feiern wieder rein. Mal sehen. Lasst euch überraschen. Ich habe noch nichts geplant. Vieles ist bei mir ja auch spontan. Wenn euch diese Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren, nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Ciao, ciao. Euer Toto. Clasht. Jetzt muss der Toti die Aufnahme beenden. Und jetzt stellt der Toti gerade fest, dass meine Lichtverhältnisse nicht immer die gleichen sind und das Licht flackert.